behold His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Let's magnify the Lord so that He is seen more clearly. Psalm 34, verse 3. Let's exalt His name together by living pure and holy. Psalm 34, verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. And let us exalt His name together. So, haben wir uns hier eingefunden, wieder für eine Bibelstudie zu machen. Wir, Michael und Viktor aus dem schönen Deutschland, der eine aus der niederländischen Grenzgegend und der andere von der schönen deutschen Hamburger Waterkant, wo ich ja auch herkomme. Und wir wollen heute unsere Bibelstudie in dieser fünften Sitzung fortsetzen, weil letztes Mal hatten wir einen Ausflug gemacht, eigentlich mehr in ein etwas anderes Terrain. Wir hatten ja lediglich die letzten drei Verse im Grunde oder zwei Verse besprochen von 23 und 24 aus Genesis Kapitel 2. Und jetzt kommt natürlich das interessante Kapitel 3, das uns bekannt macht mit dem Sündenfall des Menschen. Also nehme ich es mal wieder auf mich, wie die letzte Zeit auch, erstmal zu lesen. Und Michael und Viktor werden mir dann schon zwischenfallen, wenn sie etwas sagen möchten oder wenn sie sich jetzt erstmal vorstellen möchten an euch. Dann werden sie wohl jetzt, glaube ich, mal einen Ton sagen, weil ich halte jetzt mal für 2 Sekunden meinen Mund. 1, 2. Fertig. Ja, hallo, liebe Zuhörer und Zuschauer für den Jogler66-Kanal. Oder dein Kanal, Michael. Du kannst das auch hochladen, ne? Ja, sicher. Für alle Kanäle, die im großen Netzwerk der Wahrheit mit verbunden sind. Denn eins interessiert uns nicht. Uns interessiert nicht, die Lüge weiter zu verbreiten. Uns interessiert eigentlich nur die Wahrheit. Und deswegen lesen wir genau diese Bibel, weil wir den Anspruch haben, lernen zu wollen und weil wir den Anspruch auch haben, die Wahrheit verkünden zu wollen. Und wir werden da halt versuchen, tiefer in die Materie einzugehen, als wenn wir jetzt alleine dieses Buch lesen würden und dann halt mit einem großen Fragezeichen daneben stehen und dann wieder recherchieren müssen, wie ist denn das gemeint? Manchmal ist es ja so, wie, glaube ich, der deutsche Poet, Dichter Rilke gesagt hat, das Verfassen der Gedanken beim Lesen. Das heißt, ich lese einen Satz oder Jörg liest einen vor oder Viktor macht einen Kommentar und da fällt mir dann plötzlich irgendetwas wie Schuppen aus den Haaren, wie Otto sagen würde. Und deswegen, weil ich den Herrn, den Fischkopf gerade schon erwähnt habe, gebe ich jetzt auch direkt das Mikro weiter an den Fischkopf aus Hamburg. Hallo! Ja, moin moin und ja, gluck gluck, ne? Also, dann bin ich auch wieder mal sehr erfreut, euch am Mikrofon hören zu dürfen und ja, für den Anlass natürlich auch heute Abend wieder eine, ja, doch, denke ich, für uns auch interessante, informative Bibellesung. Und ja, ich habe auch nichts weiter auf dem Herzen, dann würde ich sagen, Bruder Jörg, fang doch mal an. Ja, dann fange ich doch mal an mit der Bibellesung. Und zwar in Kapitel 3 Genesis, also erstes Buch Mose, Kapitel 3, der Sündenfall des Menschen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Soweit erst einmal die Einleitung. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Gott gesagt hat, dass man die Frucht nicht anrühren darf. Denn wenn wir eben mal zurückgehen,
Das muss dann ja irgendwo in Kapitel 2 stehen. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen nach Belieben, darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wo sagt Gott, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an? Ja, keine Antwort, ne? Nirgendwo. Ich lese gerade im Kapitel 2. Ja, das ist Vers 16 und 17, was ich gerade vorgelesen habe. Das dichtet Eva dazu. Die Schlange sagt, von der Frucht der Bäume im Garten, die Frau sagt zu der Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Das rührt sie auch nicht an, dichtet Eva hier hinzu. Das steht nicht geschrieben. Ich glaube nicht, dass, wenn Gott es so wichtig findet, dass man diese Frucht selbst nicht anrühren darf, dass er das hier vergessen hätte, den Menschen zu sagen. Na? Mhm. Er sagt ganz deutlich, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Es ist ein Unterschied, ob ich von der Frucht esse oder ob ich die Frucht nur anrühre. Ja? Ich kann Goldregen anfassen, ich kann Vogelbeeren anfassen, ich kann andere giftige Dinge anfassen, ohne zu sterben. Nur wenn ich sie esse, dann geht es mir weniger gut. Ja? Aber es steht hier nicht von Gott gesagt, dass man den Baum oder die Frucht des Baumes nicht anrühren darf. So. Und natürlich ist es interessant, sich mal die Frage zu stellen: Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes und sie sprach zu der Frau. Warum sprach die Schlange zu der Frau? Und da kommen wir wieder auf den Punkt, wo wir ja schon ausführlich drüber gesprochen haben und wo wir mit drei Leuten drei verschiedene Verständnisse von haben. In Vers 19, Kapitel 2, wo es heißt: Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. So. Richtig. Und ich habe gesagt, dass ich darunter verstehe, dass Adam der einzige Mensch auf dieser Erde jemals war, der Gott hat etwas schaffen sehen. Und dass deswegen natürlich das Vertrauen von Adam in Gott so viel größer war als das Vertrauen von der Frau. Die Frau wird ja auch, sobald wir heute irgendwo in unserer Gesellschaft sprechen, immer als das, zwischen Anführungszeichen, schwache Geschlecht beurteilt. Ja? Hat ja, das damit irgendwas zu tun? Ist sie geistig schwächer? Es geht ja hier nicht um körperliche Stärke oder Schwäche. Es geht hier um geistige Stärke oder Schwäche. Ja, sag mal was, Michael, wenn du mich unterbrechst. Ja, ich sag mal was. Ich denke, sie ist glaubensschwächer, weil sie nicht die Furcht vor dem Herrn hat. Und die Furcht vor dem Herrn ist der Beginn jeder Weisheit, wie wir wissen. Und ich, deswegen habe ich vom Gefühl her, habe ich erstmal einen riesen Beitrag eigentlich eher zum ersten Satz mit der Schlange, als jetzt dazu, dass die Frau eigentlich da schon die Unwahrheit spricht. In Vers 3 mit dem Anrühren, ja, nachdem die erste Lüge eigentlich von der Schlange ausgesprochen ist. Denn die Lüge der Schlange ist diejenige, Gott als Schöpfer in Frage zu stellen. Ja, aber das ist keine Lüge. Die Schlange lügt hier nicht. Die Schlange ist listig. Sie stellt eine Frage. Ja. Und mit der Frage sät die Schlange Zweifel. Ja, das ist genau das, was der Teufel heute noch macht. Mit alles in Frage zu stellen, was wir als unsere Werte akzeptieren, ist er der Meister der Verwirrung. Ja? Ja. Doch ganz sicher in der Welt heute. Verwirren ist das Geschäft des Teufels. Und da er hier die Frau anspricht und ihr diese Frage stellt, verwirrt er sie. Man könnte jetzt natürlich sogar sagen, ey, guck mal, er verwirrt sie sogar so stark, dass sie selbst nicht mehr weiß, was Gott gesagt hat, weil Gott hat nicht gesagt, du darfst die Pflanze nicht oder die Frucht nicht anrühren, du darfst sie nur nicht vom Essen. So verwirrt ist sie hier schon. Aber warum ist die Frau denn das schwächere Geschlecht? Weil der zweite immer schwächer ist als der erste?
Weiß ich nicht, würde ich so nicht sagen. Wie gesagt, mein Verständnis ist, Adam, sein Glaube in Gott wäre sowas von unerschütterlich, eben weil er Gott selbst gesehen hat, selbst schaffen hat, sehen hat, dass er nicht für empfänglich wäre. Ja? Mhm. Aber es ist doch heute auch so, wenn wir doch mal überlegen, in der Welt, in der wir heute leben, der Teufel greift immer das schwächste Glied der Familie an. Was ist das schwächste Glied der Familie? Das Kind. Das noch ziemlich unvoreingenommen ist. Das Kind, das noch kein Wissen hat, das noch unindoktriniert ist, das nimmt sich der Teufel so schnell wie möglich und bringt in das Kind das gnostische Wissen ein, das er will, dass das Kind hat. Nicht, dass der Mensch will, dass das Kind bekommt. Ja? Das fängt an mit der Lüge der Eltern, dass es einen Weihnachtsmann gibt und dass es einen Osterhasen gibt und die Kinder kommen dann in den Kindergarten und lernen dann Backe-Backe-Kuchen, was weiß ich nicht alles für irgendwelchen Quatsch. Und heute ja schon gar nicht mehr mit als Kinderspiele, wie wir das früher gelernt haben, sondern heute gibt es da wahrscheinlich irgendwie eine App auf dem Smartphone für. Und dann werden die Kinder vor den Fernseher gesetzt, wenn sie zu Hause sind, dann werden sie dadurch indoktriniert. Und Jesus Christus hat damals gesagt, bringt die Kinder zu mir, denn ihrer ist das Königreich Gottes. Warum ist ihrer das Königreich Gottes? Weil sie eben noch unbefleckt sind, unbeschmutzt sind, rein sind in ihren Herzen, rein sind in ihren Köpfen. Deswegen will Satan die auch immer haben. Der nimmt sich immer die schwächste, das schwächste Glied der Kette. So. Entschuldigung, ein Schluck auf. Deswegen würde ich den Satz noch anders betonen wollen. Ich würde sagen, dass Jesus das so gemeint hat, dann bringt die Kinder zu mir. Ja, und eben nicht zu den hohen Priestern. Ja, ja, sicher. Ja. Wo sie da indoktriniert werden. Denn die sind ja im Prinzip die damaligen Religionslehrer, so wie ich das jetzt hier in der Schule gleichsetzen würde. Für mich ist es so, dass Adam ja die Ehre hatte, die Schöpfung mit in dem Sinne zu gestalten, dass er der Schöpfung oder den geschöpften Kreaturen, den Tieren, einen Namen geben durfte. Deswegen war er letzten Endes daran sekundär beteiligt, sozusagen also gesagt hat, guck mal hier, ich habe jetzt hier die Ehre bekommen, ich wurde gefragt, ich wurde mit einbezogen sogar. Ja? Aber die Frau selber hat alles quasi vorgesetzt, also hat alles schon präsentiert bekommen auf dem Silbertablett. Und konnte deswegen wahrscheinlich dann auch nur glauben, hat aber nichts gesehen, konnte das quasi nicht bezeugen, wie dass es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Adam hätte es bezeugen können, er war ein Augenzeuge, aber Eva war quasi nur ein Ohrenzeuge. Sie hat es durch Adam wieder erzählt bekommen. Und ich denke, das ist der große Unterschied zu einem Augenzeugen. Deswegen haben wir auch die vier Hauptaugenzeugen beim Neuen Testament. Sodass man dann sagen kann, schau mal hier, wenn du halt mehrere unterschiedliche Augenzeugen hast, dann ist dieser Bericht auch wahr. Und so sehe ich das genau. So sehe ich das jetzt hier bei dem Alten Testament im ersten Buch Mose. Die Frau selber war im Zweifel, ob denn jetzt die Schilderung der Schlange, die ja so listig war, tatsächlich dem entspricht, was Adam beispielsweise ihr vermittelt hat. Und deswegen stand sie dann zwischen Baum und Borke oder zwischen Adam und der Schlange. Das wäre jetzt so meine Interpretation. Ich habe allerdings schon Schwierigkeiten mit dem ersten Satz vom dritten Kapitel. Denn steht da geschrieben, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau. So, da habe ich jetzt schon mein Problem. Dann mein erstes Problem ist, warum spricht denn eine Schlange? Warum sollte sie nicht sprechen? Ich hatte noch keine Schlange, die spricht. Ja, in einer perfekten Welt hast du auch noch nie gelebt. Ja, schon. Mein Punkt ist, geht woanders drauf. Mein Punkt geht darauf, dass selbst hier auch die Referenz gemacht wird, dass wenn wir beispielsweise in Offenbarung 12, Kapitel 12, Vers 9 lesen, der Drache, die alte Schlange, ist halt die Schlange auch ein Synonym für Satan. Mhm. So. Und in dem Moment, wo die Schlange listiger ist als alle Tiere des Feldes,
dann stellt sich für mich die Frage, wer hat denn der Schlange diese Intelligenz oder diese List gegeben? Und List ist für mich kein positives Adjektiv. Ja, mit List versuche ich irgendetwas auf indirektem Wege zu erreichen, wie du beispielsweise ja siehst, anhand einer Frage. Ja, und diese List selber ist nicht das Wort Gottes. Das Wort Gottes, da sagt Jesus im Neuen Testament selber, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Alles andere ist vom Bösen. Und damit ist die List auch vom Bösen, in meinem Verständnis. Das heißt, kann ich gar nicht abstreiten. Ja, das heißt, die Schlange selber ist somit nicht zwar von Gott geschaffen, ja, steht aber nicht im Wort Gottes. Das heißt, die Schlange selber führt eine List aus, aber da sie ein Tier, wenn sie ein reines Tier wäre, hätte sie einen untergeordneten, also hätte sie nicht diesen Stellenwert mit einer Frau streiten zu können. Das ist mir jetzt mindestens mal mein Verständnis. Weil mein Verständnis so ist, dass der Mensch über die Tiere herrscht und nicht die Tiere dann als Stammtischgenossen hat und mit denen dann halt auf demselben intellektuellen Level verkehrt. Also woher bekommt die Schlange ihre List? Und wenn ich dann den Satan mit einbeziehe, auf den Offenbarung 12,9 eben Bezug nimmt, würde ich hingehen und sagen, okay, ich schaue mir als Referenzkapitel zu dieser Geschichte, schaue ich mir an Hesekiel Kapitel 28, wo dann geschrieben steht, im Kapitel 28, Vers 13, wo geschrieben steht, in Eden im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung so wurden sie bereitet. Jetzt, der Vers 14. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. So, dann ist für mich der Satan, der hier beschrieben wird, im Garten Eden, warst du. So, wer war denn sonst im Garten Eden außer Adam und Eva? Ist für mich der Teufel ein Cherubim, das heißt jemand, der eine Schutzfunktion innehat, ja, nämlich den Garten Eden oder irgendein Ding in dem Garten Eden zu beschützen. Er steht da geschrieben in 28,14, du warst ein gesalbter, schützender Cherub und er hat seine schützende Funktion missbraucht, indem er eben nicht den Garten Eden beschützt hat, sondern indem er halt Eva verführt hat. Ja gut, da habe ich ein anderes Verständnis von. Okay, dann... Er war ein gesalbter und schützender Cherub, das ist vollkommen richtig, aber er war ein Cherub oder Cherub, wie man das nennt, im Himmel. Im Himmel war er das und da ist er dann rausgestoßen worden. Mhm. Ja? Und er ist auf die Erde gestoßen worden und du sagtest gerade von, wer war denn alles da im Garten Eden? Ja. Adam, Eva ja. Ja. Und der Teufel. Und Gott. Und Gott. Ja, Gott, ja. Gott kam dann mal runter, das lesen wir ja später, ne? Der kommt dann ja spazieren, ja. Und sucht. Aber Adam, ne? In 28,13 steht ja, im Garten Eden warst du. In Eden, im Garten Gottes warst du, ja. Mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt und alles drum und dran, ja. Ja gut, wir wissen ja nicht, wann genau jetzt der Fall Gott, der Fall des Teufels war. Mhm. Aber wir müssen ja davon ausgehen, verständnisgemäß, dass die Schlange, die listig ist, diese Listigkeit kommt durch den Teufel. Ja, das ist mein Punkt, genau. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns das hier bestreitet, dass die Listigkeit in der Schlange von dem Teufel kommt. Ob die Schlange jetzt mit dem Menschen gesprochen hat oder ob das irgendwie doch eher symbolisch zu verstehen ist, das ist eine andere Sache. Da will ich mich jetzt gar nicht mal drauf einlassen. Was ich persönlich einen sehr wichtigen Punkt finde, ist, wir kennen die Schlange nur als diesen kriechenden Wurm auf der Erde. Zu diesem Zeitpunkt, als die Schlange mit Eva gesprochen hat, war sie noch nicht so. Mhm. Weil wir lesen dann später, dass Gott die Schlange bestraft, für was sie tut. Genau. Ja? Und da hören wir hier,
Bei der Rechtfertigung ist das dann nachher. Da sprach Gott der Herr zur Schlange in Vers 14, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Das heißt, davor war die Schlange anders. Ja. Also das ist schon mal, ich finde das sehr wichtig, dass wir da mal kurz drüber sprechen, weil schlussendlich, wenn man sich diese Bilder annimmt, und ich kann ja mal eben hier eins mit raussuchen, aus dem Garten Eden zum Beispiel, wenn da die Schlange mit Eva immer dargestellt wird, dann ist das natürlich immer eine Schlange, so wie wir sie von heute kennen. Ich habe hier dieses Bild hier zum Beispiel von dem Video, da der größte Betrug seit dem Garten von Eden, die Schlange und Eva hier, ja, da war das noch ganz wenig angeschaut, aber hier zum Beispiel ist, glaube ich, auch die Schlange dabei, oder nicht? Habe ich schon wieder ein bisschen Problem mit dem zweiten Gebot. Hier oben ist die Schlange, da oben. Wo hast du ein Problem mit dem zweiten Gebot jetzt? Ja, mir etwas vorzustellen, was im Himmel oder wo auch anders da passiert. Ja, nee, du darfst es dir ja gerne vorstellen. Du sollst ja keine Abbildungen davon machen, ne? Ja. Das eine ist das andere nicht, ja? Und nicht anbeten. Und nicht anbeten, nee. Aber der Punkt ist doch, die Schlange wird, guck, hier um den Baum rumgewickelt, wird immer so dargestellt. Aber ja. Es ist ganz deutlich, wenn wir Vers 14 lesen, in Kapitel 3, wo Gott die Schlange bestraft, dass er sagt, du sollst verflucht sein und du sollst auf deinen Bauch kriechen und Staub fressen dein Leben lang, dass da die Schlange in Form und alles verändert wird. Also ich gehe persönlich davon aus, dass die Schlange ein sehr positives Antlitz hatte, sage ich jetzt mal, zu der Zeit. Und dass es deswegen ihr gelungen war, sich in Evas Vertrauen einzuschmeicheln. Ob jetzt Tiere sprechen können oder nicht. Ich meine, diese Bibelstudie ist ja nicht dafür da, dass wir nachher wirklich die hundertprozentige wahre Erkenntnis davon haben. Wir können nur probieren, das auszulegen. Also, und ich maße mir nicht an zu sagen, jetzt verstehe ich die Bibel hier 100% richtig. Auf die ein oder andere Art und Weise ist jedenfalls dieses Tier, das später von Gott dazu verflucht wurde, ein Leben lang auf den Bauch rumzukriechen, das wir nur in dieser Form kennen, ist dieses Tier auf die Frau zugegangen, um eben weil sie wusste, dass die Frau das schwache Glied in der Familie ist. Wir hatten vorher gelesen in Kapitel 2, da sprach der Mensch, das ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Das heißt, wir haben hier die Gründung der Ehe, wir haben hier die Gründung der Familie, der menschlichen Familie. Vater und Mutter oder Mann und Frau. Ja? In diesem Augenblick waren sie ja noch Mann und Frau, nicht Vater und Mutter. Das Oberhaupt der Familie ist Jesus Christus, genau wie Jesus Christus das Haupt der Kirche heute ist. Das war schon immer so, von Anfang an. Jesus ist das Haupt, über Jesus geht gar nichts. Dann kommt der Mann, der das Oberhaupt der Frau ist. Deswegen darf der Mann in der Kirche seinen Kopf auch nicht bedecken, wie wir später lernen werden. Und die Frau soll ihren Kopf bedecken in der Kirche, ja? Frauen tragen heute noch in der Kirche ihre Hüte, Männer setzen ihre Mützen oder Hüte ab. Das kommt alles daher. Es ist ein uraltes Gebot, kommt noch aus dem Buch Levitikus, also das dritte Buch Mose, wenn ich mich richtig erinnere. Also, Jesus ist das Haupt, und zwar der Familie und natürlich der Kirche. Der Mann kommt direkt darunter, und dem Mann untertan in der Hinsicht ist die Frau. Das heißt, in diesem Augenblick der Schöpfungsgeschichte, wo wir hier sind, oder in diesem Augenblick der Menschheitsgeschichte, wo wir hier sind, und halt nur Adam und Eva als einzige Menschen bestehen, ist in der Hierarchie die Frau das unterste und damit das, zwischen Anführungszeichen, schwächste Glied. Und deswegen mein Verständnis, das ist mein Verständnis, das indoktriniere ich niemanden an, das ist mein Verständnis, dass deswegen die Schlange sich die Frau raussucht, um sie anzusprechen. Und natürlich eben auch aus dem Verständnis, wie ich bereits sagte, dass ich davon ausgehe, dass Adam Gott Dinge hat schaffen sehen, dass Eva nicht gesehen hat. Und von daher die Schlange weiß, dass die Frau den kleineren oder den schwächeren Glauben hat und von daher am ehesten zu verleiten ist. So ist mein Verständnis davon. Aber bitte, ja. Ich höre gerne mal, was ihr dazu zu sagen habt. Ich sehe das genauso. Für mich ist aber interessant diese Allegorie mit der Schlange überhaupt. Weißt du, im Hebräischen heißt die halt ein bisschen anders, sonst hätte man jetzt eine ganz tolle Allegorie, aber da ist jetzt hier im Isort die Schlange als Nafquatsch, Kavasch
betitelt. Ich finde es im Englischen extrem interessant, dass die Snake heißt, also genauso wie sie, wie beispielsweise die Klapperschlange da so zischelt. Und wenn du dir anschaust, dass die Schlange ein Tier ist, was sich eben nicht auf direktem Wege vorwärts bewegt, sondern geschlängelt, ja? Genau wie... Jetzt, ja, ja. Ja, nicht jetzt, vor dem genau. Fall, ne? Nein, nein, also. Nein, nein, wissen wir ja nicht. Aber dass sie sich jetzt genauso bewegt, ja, wie sie eigentlich jetzt um einen Baum herum dargestellt ist und zumindest nie auf direktem Wege ihren Ziel erreicht. Ja, das ist für mich eine unheimlich tolle, tolles Image, was sich dann aufbaut. Was für mich dann auch irgendwie sagt, guck mal hier, danach ist die Schlange dazu verdammt worden, nicht nur auf den Boden zu kriechen und zwar Staub zu schlucken, sondern sie muss sich halt einfach schlängeln und sie kann sich auch häuten. Also die Schlange selber hat ein paar sehr, sehr erstaunliche Eigenschaften eigentlich als Tier. Und wenn hier gesprochen wird, durch listiger als alle Tiere des Feldes, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Schöpfergott hat sie listiger geschaffen, oder aber sie hat einen anderen, ja, sie ist halt dazu verführt worden und hatte da halt einen anderen Geist sozusagen intus. Also quasi, wenn wir so wollen, die erste Schilderung von Dämonen auf dieser Welt. Ja, beziehungsweise im Garten Eden. Und für mich ist die Schlange deswegen halt eine sehr, sehr ambivalente Figur, weil ich halt nicht wissen kann, ob jetzt diese Schlange tatsächlich jetzt in welcher Form die auf Eva zugegangen ist, aber sie muss in der Lage gewesen sein, mit Eva zu kommunizieren. Und das ist die Schlange, so wie wir sie jetzt hier kennen, eben nicht mehr. Nein, aber, das ist richtig. Ja, so, und die Schlange selber hat sich meiner Meinung nach aus genau dem Grunde halt Eva genähert, weil sie halt genau wusste, dass Eva eben keine Augenzeugin war und sondern Eva letzten Endes jetzt quasi gefangen war zwischen zwei Erzählungen. Ja, ihr wurde halt einfach Unsicherheit eingetrichtert und sie konnte halt dann erstmal gar nur argumentieren mit dem Wissen, was sie da hatte. Aber sie hat sich dann recht schnell verführen lassen. Finde ich umso erstaunlicher, denn eigentlich wäre es ja jetzt so gewesen, dass sie Adam hätte fragen müssen. Hör mal hier, ich habe eine Schlange getroffen und die hat mir das und das erzählt. Warum hat sie nicht darauf gewartet, bis Adam zurückkommt? Sie hätte ja dementsprechend, wenn ich jetzt deine Theorie, der ich ja auch anhänge, ja, mit der Rangfolge, hätte sie ja eigentlich Adam fragen müssen, immer hier, ich habe da eine Schlange getroffen, die war echt so unheimlich schlau, die hat ganz tolle Dinge erzählt. Was hältst du davon? Oder? Naja, du gehst natürlich schon ein wenig weiter, ne? In Vers 5 und 6 sprechen wir davon, hauptsächlich in Vers 6 sprechen wir ja davon, wie die Frau den Mann eben auch gibt. Aber ich wollte eben mal kurz, wenn ich darf, ich weiß jetzt nicht, ob Victor da vielleicht erstmal Druck auf den Mund hat, um auch was zu sagen, bevor ich jetzt hier weiter meine Erklärung mache. Victor? Ja, du wolltest sicherlich jetzt nochmal was von mir hören, denke ich mal. Wenn auch du dazu gerade was ja, sagen möchtest. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen zurückgehalten, damit ihr euch da auch erstmal da... Das sollst du nicht, das ist eine offene Diskussion. Nee, das ist ja, ich muss ja auch erstmal nochmal eure Standpunkte, um mir auch erstmal dann nochmal so verhindern. Nur weil du weiter weg bist. Nein, das hat damit nichts zu tun. Dafür habe ich wahrscheinlich sowieso die schnellere Leitung, aber das hat jetzt auch damit nichts zu tun. Der Victor meint dadurch, dass er jünger ist, kann er noch schneller denken als wir. Er meint aber jetzt nur Internet, hoffe ich. Ja, genau. Nee, also der Punkt, den du angeführt hast, Jörg, den auf jeden Fall sehe ich auch so mit der Ranordnung, das ist absolut, da bin ich 100% konform. Die Frage ist jetzt nur auch mit der Schlange, genau. Ja, auch richtig rausgestellt, weil die Schlange sagt ja zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Also Gott hat nicht zu Eva gesprochen, sondern zu Adam. Ne? Das geht ja auch ganz deutlich aus den Versen 16 und 17 im zweiten Kapitel. Absolut, hervor. Hast du recht, ja. Und vor allen Dingen die Schlange sagt, wirklich sagt, die es von keinem Baum im Garten essen dürft. Das ist im Grunde die Lüge, ne? Der Zweifel ist, und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben. Das ist der Zweifel. Ja, oder das ist jetzt endlich so, weil wir wissen ja, dass Adam ja mit ihr gesprochen hat.
Und jetzt sagt ja letztendlich nichts anderes, die in dem Moment ja auch die Schlange, sag mal, hat denn ja Adam auch wirklich dir das Richtige gesagt, dass Gott, ne, dass ihr davon nicht essen dürft? So? Also sie es seht ja auch, versucht in diese Verbindung, ne, dieses ein Fleisch, was da ist, da ja auch schon so reinzugehen. Ja. Und in meinen Augen, weil ja auch am Anfang des Verses, der erste Vers im dritten Kapitel heißt ja, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Also mein Verständnis geht jetzt so weit, weil ich habe ja auch meinen Standpunkt letztes Mal ja schon deutlich gemacht, dass jetzt die Schlange, in welcher Form sie jetzt auch immer vorher war, das kann ich jetzt auch nur mal sagen, also ich habe auch schon mal ein Bild irgendwie gesehen, da war die Schlange so eine Art Kobold oder so, und auch also hatte mehr so eine menschliche Gestalt. Mhm. Also es war nicht nur immer so diese Form, die wir jetzt kennen von der Schlange, das nur nebenbei, dass die Schlange beobachtet hat, wie Gott den Menschen geschaffen hat, also erst Adam, auch auf dem Feld. Ja, Adam ist ja auch erst auf dem Feld erschaffen worden und hat da ja den Odem eingeblasen bekommen. Richtig. Und ist damit ja auch erst eine lebendige Seele geworden. Und daraufhin ja der, sag ich mal, die Ordinierung, dass die Tiere alle, oder erstmal der Adam in den Garten von Eden gesetzt wird und die Tiere daraufhin folgen und Adam die Tiere dann benennt. Heißt für mich dann der nächste Schritt, dass die Adam ja die Tiere benennt. Gott sagt zu Adam, du darfst nicht essen von diesem Baum. Daraufhin wird die Frau geschaffen. Die hat es nicht mitbekommen, dass Adam die Tiere benannt hat und dass Gott ordiniert hat, dass alle Tiere in den Garten von Eden kommen. Das hat sie alles nicht mitbekommen. Sie hat nur letztendlich von Adam erzählt bekommen, dass sie nicht essen darf von dem Baum. In der Mitte des Gartens, ja. Genau. Und letzten Endes muss ja aber Adam dann aber auch sicherlich ihr gesagt haben, oder gehe ich mal davon aus, ihr auch gesagt haben, dass er die ganzen Tiere benannt hat. Ja, über irgendwas werden die schon gesagt haben. Eva weiß, dass Adam alle Tiere benannt hat im Garten von Eden. Hm. Also ja, dass das da stattgefunden hat. Da gehe ich von aus, ja. Da geht ihr auch von aus, ne? Ja. Jetzt wäre nämlich nur jetzt wäre der Punkt. Wenn jetzt die Schlange zur Frau spricht, würde dann die Frau nicht sagen, warte mal, du bist doch von der Nase von Adam geschaffen worden. So. Wieso kommst du jetzt auf die Idee, in Frage zu stellen, ob Gott das gesagt hat? Ja, da kommen wir zu dem Punkt, den ich jetzt gerade eben ansprechen wollte, bevor du jetzt angefangen hast, hier deinen Punkt natürlich wegzugeben. Kannst du ja nicht wissen. Ich habe hier in Esort, habe ich hier aufgemacht, und da gucke ich dann, was Michael meinte, das Wort Schlange, Nafkash, oder wie man es auch immer ausspricht, das H5175, kommt von dem Wort 5172. Und hier lesen wir, eine primitive Wurzel heißt eigentlich zu zischen. Das heißt, zu wispern, einen magischen Spruch zu sprechen. Generally to prognosticate, also zu prognostizieren. Enchanter steht hier. Enchantment. Learn by experience, indeed diligently observe. Also was für mich hier wichtig ist, ist Magic Spell. Ja? That is whisper a magic spell. Also das Wort Nafkash, die Schlange, da geht es darum, dass wir noch nicht einmal jetzt uns körperlich eine Schlange vorstellen müssen, sondern da geht es darum, dass Eva ein magischer Spruch oder ein Spell ist ja I put a spell on you. Was heißt denn das auf Deutsch? Helft mir doch mal eben. Ihr seid doch beide so gut in Englisch. Verfluchung. Fluch ist ein Curse. Das ist kein Spell. Ja. Also so ein Zauber. Ne? Zauberspruch. Du bist mit einem Zauber belegt. Ne?
Also Whisper a Magic Spell heißt im Grunde dann im Deutschen übersetzt ja, einen magischen Zauber zu flüstern. So, das ist aber der Wortstamm. Also müssen wir noch nicht mal jetzt die figürliche Schlange nehmen, sondern Eva ist empfänglich für einen magischen Zauberspruch zu empfangen, der ihr eingegeben wird. Genauso wie Leuten, die heute nicht von Gott geleitet werden, sondern vom Teufel geleitet werden, eben vom Teufel bestimmte Dinge eingegeben bekommen. Ich habe da heute Nachmittag mit Maximilian noch drüber gesprochen. Die ganze Menschheit wird geleitet von Geistern. Und entweder wirst du geleitet von dem guten Geist, das ist dann der Heilige Geist, oder du wirst geleitet von dem bösen Geist und seinen Helfern, das dann die gefallenen Engel sind und so weiter. Und wenn man jetzt natürlich versteht, dass zu dem Zeitpunkt bereits der Teufel gefallen ist und er diesen Zauberspruch der Eva eingeflüstert hat, das ist die Wurzel dieses Wortes. Ja, das müssen wir mal verstehen hier. Das ist nicht so leicht, ne? Das Wort Schlange, das hier heißt, jetzt war die Schlange listiger als alle anderen Tiere des Feldes, welche der Herr gemacht hatte. Und die Schlange sagte zu der Frau, ja, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum in diesem Garten. Hier geht es nicht darum, dass die figürliche Schlange das sagt, sondern der Wortstamm ist, es ist ein Zauberspruch, der hier die Eva im Grunde verführt, der Eva hier eingegeben wird. Ja, das ist ja ungefähr das, was ich meinte mit Dämonen, wo man sagen kann, okay, im Garten Eden waren ja nur zwei Menschen plus Gott. Wer war da noch im Garten Eden? Wer hatte da Zugang? Und das können ja eigentlich nur die Tiere sein, die da im Garten Eden gelebt haben. So, und deswegen musste sich dann halt einfach die geistige Opposition Gottes, also sprich der gefallene Engel, der dann halt in dem Moment dann halt auch schon Satan heißt. In Form eines Tieres manifestieren. In Form eines Tieres manifestieren, ganz genau. Und die Frau dann da verführen, damit die Frau dann als schwächstes Glied dann Adam auch zu Fall bringt. Genau. Ja. Aber ich finde dabei eben sehr wichtig, dass wir das verstehen, wie das hier steht. Und wenn wir schon Esau damit beinehmen, dass es hier wirklich um die Wurzel des Wortes geht. Und die Wurzel des Wortes Schlange, das hier gebraucht ist in der Bibel, sagt einfach einen magischen Zauber zu flüstern. Das ist die Wurzel. Da kommt es drauf an. Nicht, dass wir uns jetzt darüber Gedanken machen, welche Form hatte jetzt die Schlange oder sowas. Es ist ja so, das ist ja wohl, glaube ich, jedem deutlich. Jesus Christus sagt ganz deutlich, Gott will angebetet werden im Geist und in der Wahrheit. Gott ist ein Geist. Jesus Christus hatte sich zwar manifestiert als Mensch hier auf Erden, aber Gott im Allgemeinen ist ja wohl ein Geist, das streitet ja wohl keiner ab. Der Heilige Geist, der hier auf der Erde ist, als Stellvertreter Jesu Christi, nicht der Papst übrigens für diejenigen, die hier als katholische Zuschauer dabei sind, nein, der wahre Vertreter von Jesu Christi hier auf Erden ist der Heilige Geist, ist auch ein Geist. Aber der Satan als ein geschaffener Engel ist auch ein Geisteswesen und Geisteswesen können keine materielle Figur annehmen, aber sie können materielle Figuren besitzen. Sie können zum Beispiel in Menschen fahren und zum Beispiel Menschen besitzen. Das Problem war aber, denke ich mal, dass er wohl irgendwie auf welche Art und Weise auch immer nicht die Gelegenheit gehabt hat, Eva direkt zu besitzen oder in Eva einzufahren, sondern sich eine andere Figur suchen musste und deswegen eins der Tiere genommen hat. Das ist die Schlange. Ja. Und damit dann seinen Zauberspruch mehr oder weniger, den er durch den Zweifel, den er gesät hat, in die Eva reingegeben hat. So verstehe ich das.
Aber mir ist vorher auch noch nicht bewusst geworden, deswegen danke Michael, dass du eSort damit beigebracht hast, hier mal nachzugucken, dass wir wirklich verstehen, es geht hier um die primitive Wurzel des Wortes, die bedeutet, einen Zauberspruch einzuflüstern. Das finde ich ganz, ganz wichtig zum Verständnis. Und damit der erste Kontakt zur, also zumindest von Eva, so wie ich das jetzt sehe, der erste Kontakt von Eva zur Gegenseite. Das heißt, der erste Angriff, der dann direkt auf den Menschen erfolgt ist. Ja, absolut. Ja. Nun wäre natürlich immer noch die Frage, warum antwortet Eva der Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, also korrekt, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an. Warum fügt sie das noch zu? Das ist eine reine Erfindung von ihr. Vielleicht ein Ausdruck ihrer Verwirrtheit in dem Moment schon. Dass sie alleine schon von dieser Präsenz und von dieser redenden Schlange, in welcher Form auch immer, dermaßen verwirrt gewesen ist, dass sie schon gar nicht mehr klar hat denken können. Vielleicht ist das ein Hinweis in der Richtung. Ja, oder vielleicht auch Ehrfurcht. Nach dem Motto, ja, wenn ich es anrühre, dann ist es auch leichter, sich das noch in den Mund zu stecken. Also fasse ich es lieber gar nicht erst an. Dann komme ich nicht in Versuchung, es zu essen. Ja, aber in dem Moment, wo sie ja schon Zweifel hat, ja, siehst du ja schon, dass der Angriff ziemlich erfolgreich zu sein scheint. Denn die erste Reaktion von ihr hätte ja eigentlich sagen müssen, du, da muss ich erst mit meinem Mann drüber reden oder da bin ich nicht befugt, Auskunft zu geben oder wer bist du denn überhaupt? Ja, aber sie lässt sich ja sofort darauf ein, sie erkennt ja diese Schlange direkt als irgendein, wie soll ich mal sagen, ein höheres Wesen. Ja, sie ist ja nicht direkt dann, sie ist ja so verwirrt anscheinend hier, dass sie ja die normale Hierarchie dann in dem Moment schon völlig für sie aufgehoben ist und sie diese Schlange, die sie anspricht, für schlauer hält als sie sich selber, ja, oder halt auch eventuell als höher gestellt als ihren Ehemann. Ja, nicht vergessen, Zauberspruch, ne? Sie steht unter einem Zauber. Deswegen kommen wir, glaube ich, mit Logik bei Frauen nicht weiter. Und bei Eva jetzt auch schon gar nicht, weil das so eine außergewöhnliche Situation ist, die wir jetzt mit der Logik aus der Distanz heraus betrachtet nicht erklären können. Wir waren nicht dabei. Und wenn es so geschildert ist und wenn jedes Wort hier richtig ist und wenn jedes Wort richtig übersetzt ist, selbst dann wissen wir nicht, ob nicht Eva, aus welchem Grunde Eva so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Aber eigentlich wäre aus dem Verständnis heraus, dass sie in dem Moment die zweite Geige eigentlich spielt, hinter Adam und Adam hinter Jesus, sich rückzuvergewissern bei Adam, immer Adam, welche Version war jetzt nochmal die richtige oder was hattest du mir nochmal gesagt? Das wäre eigentlich jetzt nicht ihres gewesen, die Entscheidung zu treffen, gegen ein Gebot Gottes zu verstoßen. Nee, stimmt, ja, aber du darfst eine Sache hier nicht vergessen, Michael. Das Infragestellen der Schlange hat Gott wirklich gesagt, das ist ja gleichzeitig, nicht nur ist es die Frau verwirren, es ist ja andererseits auch, und ich glaube, das ist noch ein viel wichtigerer Aspekt, unter dem wir das betrachten sollten. Die Autorität. Schmeichelei. Nein, ja. Schmeichelei. Mhm. Hat Gott das wirklich gesagt? Ey, du verstehst das doch wohl besser, ne? Mhm. Okay. Weil mit Schmeichelei kommst du am weitesten in diesem Leben, ne? Wenn dir einer Honig ums Maul schmiert, dem wirfst du gleich deine Arme um die Schulter, ne? Das ist so, ne? Mhm. Ja, deswegen habe ich das nicht gerne, wenn Leute mir schmeicheln oder Komplimente geben, dann bin ich immer ganz, ganz vorsichtig. Vor allen Dingen, wenn das auf YouTube und so passiert, weißt du? Musst du ganz, ganz vorsichtig sein. Schmeicheln ist unglaublich gefährlich und im Grunde ist das auch etwas, was die Schlange hier tut. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, die Schlange ist listig. Die will etwas erreichen. Sie schmeichelt der Frau von, ey, hat Gott das wirklich gesagt? Du bist doch wohl schlauer dann als Gott, ne? Ja, wir müssen eben, genau, wir müssen jetzt auch mal die Frauen ein bisschen in Schutz nehmen. Das geht ja nicht auf Frauen hier rumzuhämmern. Das ist ja nicht der Punkt. Ja, das könnte ja manchmal vielleicht falsch verstanden werden.
Es ist letzten Endes ja nun mal so, dass jeder von uns in der Situation wahrscheinlich völlig überfordert gewesen wäre, weil das dann plötzlich quasi out of the blue aus heiterem Himmel, so im wahrsten Sinne des Wortes, ja, oder aus heiterer Hölle, dann oder aus heiterer Luft, dann halt kommt und auf die Frau dann da reinprasselt. Es ist ja nur so, dass in dem Moment die Schlange ja nicht nur die Autorität Adams in Frage stellt, sondern auch die Autorität von Gott, respektive Jesus Christus. Und da hätte bei der Frau ja schon eine Alarmglocke eigentlich klingeln müssen. Ja? Und das zeigt ja, dass die Übersetzung mit Zauberspruch oder Bann ja schon ziemlich heftig gewesen ist, wenn die Frau dann in dem Moment dann halt alles vergisst und eigentlich so, da fällt mir gerade so ein Disney-Film ein, ich glaube König der Löwen war das, wo diese Schlange dann den Mowgli, oder Dschungelbuch, ne, wo diese Schlange den Mowgli da hypnotisiert. Ja, mit den kreisenden Augen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist Dschungelbuch, ja. Ja, Dschungelbuch, okay, genau. Ja, so ungefähr stell dir das vielleicht mal vor. Die Frau konnte gar nicht mehr logisch denken, die hat irgendwas gestammelt, ja. Was und glaubst du denn, warum das im Dschungelbuch so dargestellt wurde, Michael? Was ist denn älter, das Dschungelbuch oder die Bibel? schon klar. Aber das ist ja mal interessant. Ich meine, guck dir den Buchstaben S an, der spiegelt genau diese Schlange wieder. Ne? Ja. Deswegen auch das Geräusch, hiss to hiss. Ja, genau. Oder Snake. Ja, ich verstehe schon. Und da gibt es so viele, da könnte man jetzt von Herr der Ringe, wo dieser Schlangenmensch da auch immer so lispeln spricht. Das habe ich nicht gesehen, da kann ich nicht von mitsprechen. Egal, aber auf jeden Fall haben wir da schon ganz, ganz viele Synonyme. Ja, Satan und es ist im Endeffekt so, dass, jetzt habe ich auch schon das mit scharfem S, es ist ja glaube ich so, dass die Frau jetzt ganz bewusst übertölpelt wurde. Und sie hat dann so eine halbherzige Erklärung geliefert, weil sie selber gar nicht mehr klar denken konnte. Ich sag mal so, wir verstehen das einfach vielleicht mal so, dass die Frau so unter Drogen gewesen ist. Ja, nein, nicht unter Drogen, aber sie wurde unter einen Zauber gestellt. Ja, das ist ja ähnlich. Ich meine, ich habe überhaupt keine Ahnung von Rauschgift. Aber wenn ich den Leuten glaube, die da Erfahrung mit haben und Bücher drüber lese, dann ist das so, die Leute sehen dann plötzlich Dinge, die nicht da sind. Und die Leute, die sehen dann plötzlich Farben und die ganze Welt ist leicht. Und wenn jetzt ein geistiges Wesen mit solchen Möglichkeiten, ja, und Satan als gefallener Engel, beziehungsweise Luzifer als gefallener Engel Satan so rum, alle möglichen Tricks drauf hat, dann weiß er genau, wie er diese Person zu fassen kann. Und er weiß auch genau, wie der Menschen wie dich und mich fassen kann. Und er packt sie dann genau da an dieser Geschichte, wo sie dann vielleicht gesagt hat, es kommt ja noch später im Kapitel, ja, sie sah, dass von dem Baum zu essen schön wäre und so weiter und so fort. Ja, er packt sie genau da, wo er weiß, wo ihre Schwäche ist. Und sie hat in dem Moment da die ganze Logik setzt aus. Ja, den Mann zu fragen, Gott zu fragen, um Erlaubnis zu fragen und nochmal rückzuvergewissen, ob sie richtig verstanden hat, hat alles ausgesetzt. Ja, und das ist halt die Geschichte, wie diese Seite, diese böse Seite arbeitet. Die arbeitet eben nie mit Logik. Die arbeitet immer mit List. Und List ist immer das, dass ich auf Umwegen zum Ziel komme, ohne dass der andere eventuell merkt, dass er überhaupt getäuscht worden ist. Wie ein S eben, ne? In Schlangenlinie. In Schlangenlinie, ja. So, und deswegen wird ja in der Bibel auch oft davon gesprochen, dass also Satan sich in allen möglichen Verkleidungen zeigt. Ja, er geht ja nicht hin und sagt, guck mal hier, ja, ich bin hier der böse Widersacher und ich mache jetzt hier gleich ein Feuer und wenn du mir nicht gehorchst, sondern der kommt ja dann in lieblichster Verkleidung eines geistlichen Würdenträgers, ja, ist dann Päderast und dies und jenes und ja, so laufen die Wölfe im Schafspelz rum und hier haben wir halt einfach einen Wolf im Schlangenkostüm oder wie auch immer. Wir haben auf jeden Fall irgendetwas da vor uns, das Eva nicht einsortieren konnte und für Eva ich habe jetzt gerade einen anderen Gedanken noch, für Eva vielleicht so etwas Ähnliches war wie ein Wunder, dass plötzlich irgendetwas dann mit ihr spricht und das war für sie dann halt etwas, was sie so wahrscheinlich gar nicht kannte. Können wir es vielleicht mal auf der Ebene versuchen zu erklären. Ja, sie kannte ja diese Schöpfung
beim Schöpfungsakt nicht. Sie hat es ja eben nicht gesehen und dann hat sie plötzlich eine Schlange gesehen, die in welcher Form auch immer dann plötzlich mit ihr geredet hat und ihr tollste Dinge erzählt hat und für sie war das dann wie eine Begegnung mit einem höheren Wesen. Oder wie eine Begegnung mit Gott, ne? Ja, eben. La Victor? Ja, ist interessant, da euch zu folgen. So, da ergeben sich bei mir auch so ein paar Gedankengänge. Also teilst du die uns mit? Ja, gerne. also sage ich mal, konkludent meines Verständnisses nach, wie ich das jetzt so interpretiere, also ja, ich jetzt nach meinem Verständnis gehe ich jetzt mal von aus, dass die Schlange oder dass also ein der Teufel Besitz genommen hat von der Schlange und halt der Eva halt das gesagt hat. Ne, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Mhm. Und wenn ich jetzt folglich meines Verständnisses jetzt das betrachte, dann war die Eva deswegen auch verwirrt, weil sie ja von Adam erzählt bekommen hat letztendlich, ja, die Tiere, die waren schon da, bevor ich da war. Und wenn jetzt plötzlich so ein Tier dann zu ihr spricht und das hat dann vielleicht auch nochmal so einen Effekt gehabt auf sie, so nach dem Motto, so nach dem Motto, das ist ein älterer. Ne? Ja, der war vorher Adam ja schon da. Ja, ein weiserer, eine mehr oder weniger eine Respektsperson, weiß ich nicht, ob man das jetzt auf ein Tier gemünzt natürlich sagen kann, aber... Nein, aber das hat sie auf jeden Fall erstmal zum Nachdenken bewegt. Wahrscheinlich, ja. Ja, das ist gar nicht so abwegig. Die Schlange steht ja in vielen Kulturen für ein Symbol, als Symbol der Weisheit. Wenn man beispielsweise mal schaut in der ägyptischen Mythologie, da haben die Pharaoen auch so einen Schlangenkopf über den Augen, ne? Also ganz oft. Und das ist schon ein Synonym dafür. Die Schlange steht halt ganz oft für Weisheit. Die Sache nur die, dass die Menschen halt meistens da nicht begreifen, dass sie eben ein Wissen der anderen Seite offenbart. Ja, und eben nicht das biblische Verständnis und schon gar nichts Positives. Aber Schlange steht für Gnostizismus. Ne? Also das Wissen des Menschen statt das Wissen, das von Gott kommt. Ja. Eben, so. Und deswegen ist schon vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass die mit einer gewissen Intelligenz beschlagen war. Denn List kann ich ja nur anwenden, wenn ich halt mir einen Plan aushecke und sage, pass mal auf, ich winde mich ein, zwei, dreimal um die, so wie die Schlange das auch macht um ihre Beute, ja, einmal, zweimal, dreimal drum und dann feste zudrücken. Und deswegen in dem Moment ist ja genau diese Verführung der Counterpart, der Gegensatz zum Wort Gottes. Ja, was direkt ist, ja, was direkt gesprochen wird, es werde Licht und es war Licht. So, und bei ihr ist das hinterherum. Das wird durch die List gesprochen, es wird sich verkleidet in Form der Schlange, es wird durch eine List gesprochen, es wird Zweifel gesät, es werden Lügen gesprochen, es ist der absolute Gegenpart dazu. Es wird nicht auf direktem Weg irgendeine Behauptung aufgestellt, sondern es wird hintenrum so den Menschen davon überzeugt, dass das, was zu einem spricht, halt so unendlich intelligent ist. Und das ist dem menschlichen Verständnis gegenüber einer Eva nicht ebenbürtig, sondern völlig überlegen, weil Eva zu dem Zeitpunkt ja gar keine List eigentlich gekannt haben kann, weder von Gott noch von Adam. Richtig. Das heißt, sie muss ja eigentlich davon ausgehen, dass das, was zu ihr gesprochen wird von einem Wesen, das von Gott kreiert wird, auch die Wahrheit ist, weil sie ja die Lüge noch gar nicht kannte. Oder? Ja, ist richtig. Hast du gut erklärt. Die Lüge wird sie ja erst kennenlernen. Ja, also, wolltest du noch was sagen? Ja, nee, sag mal. Was mir jetzt noch einfällt oder auffällt, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen in das letzte Kapitel, sozusagen das Ende davon, dann ist das ja auch das Ende des sechsten Tages im ersten Kapitel. Der Anfang des dritten Kapitels. Ja, oder... Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir da schon in den Sabbat? Ist das sozusagen der...
der siebte Tag? Also da gehe ich mal ganz stark von aus, dass zwischen... Weil Gott ist ja dann auch nicht im Garten von Eden, ne? Ich gehe da ganz stark von aus, dass zwischen Vers 25 im zweiten Kapitel und Vers 1 im dritten Kapitel eine ganze Menge Zeit vergangen ist. Ich gehe da nämlich von aus, dass Adam und Eva eine ganze Menge Zeit im Paradies verbracht haben und da wunderbar paradiesisch gelebt haben zu der Zeit. Ach so, okay, alles klar. Da gehe ich von aus zumindest. Okay. Das macht für mich auch sonst keinen Sinn. Die beiden haben sich ja auch erstmal ein bisschen kennenlernen müssen, ne? Ja, und haben ja auch erstmal ein bisschen leben müssen in ihrer Umgebung. Das ist ja alles für sie oder für ihn geschaffen worden. Ne? Gott hat den ganzen Garten Eden ja nur für den Menschen mehr oder weniger gemacht, hat den Mann da reingesetzt, hat ihm seine Frau gemacht. Und ja, die sind natürlich beide nicht als Babys geboren worden, sondern sie waren bereits erwachsen, in welchem Alter auch immer. Mhm. Und die haben sich natürlich auch erstmal ein bisschen kennenlernen müssen. Und ich bin ganz sicher, dass eine ganze Weile vergangen ist in der Zeit, dass sie im Garten Eden erstmal gelebt haben. Ja, dann kam zu einer bestimmten Zeit eben diese... Das würde jetzt, sage ich mal, so gesehen auch wieder gegen mein Verständnis ein bisschen sprechen, weil eben dieser Sündenfall des Menschen ja letztendlich ja gleich anschließt jetzt an Kapitel 6. Und wir waren ja der Ansicht auch, dass Kapitel 2, meine ich, Entschuldigung, dass Kapitel 2 letztendlich den sechsten Tag widerspiegelt, weil da ja diese Schaffung des Menschen... Das streite genau. ich ab. Und ich gehe jetzt halt davon aus, dass in dem Augenblick, wo der Mensch geschaffen wurde, also sprich jetzt, wir reden jetzt vom Ende des zweiten Kapitels, Vers 25. Mhm. Und da sagt ja Gott in Vers 31 im ersten Kapitel, also am Ende des sechsten Tages, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So, wenn wir jetzt wissen, dass der Teufel der Widersacher ist, dann wird er ja letztendlich ab dem Zeitpunkt doch spätestens sagen, Moment, das ist alles sehr gut. Nee, jetzt muss ich eingreifen und das ändern. Und da geht er jetzt quasi über in den siebten, wo der siebte Tag ist, wo Gott sagt, ich ordiniere jetzt den siebten Tag und ich ruhe jetzt, schaue mir jetzt sozusagen mein Werk an, so wie du das treffend, so diese Analogie da mal aufgeführt hattest. Mit dem Bild, genau. Und dann sieht der Teufel, oh, wunderbar, mein Zeitpunkt, jetzt kann ich zuschlagen. Ich werde jetzt die Stange infiltrieren mit meinem Geist und da über die Stange spreche ich dann zur Frau. Weil Gott ist auch nicht da, der macht Sabbat, der bricht das auch nicht mit. Adam macht auch Sabbat und jetzt habe ich wunderbar die Frau gerade hier vor mir und kann sie bearbeiten. Also persönlich kann ich mir das sehr schwer vorstellen, dass das ausgerechnet dann an dem Sabbattag passiert sein soll. Ich glaube, dann hätte der Herr vielleicht den Sabbat nicht so geheiligt und auf die Seite gesetzt für die ganze Zeit der Schöpfung. Deswegen, ich persönlich gehe von meinem Verständnis davon aus, dass das hier keine chronologische Tagesabfolge jetzt weiter ist, nach dem Motto, im dritten Kapitel fangen wir jetzt direkt an am siebten Tag oder am achten Tag, nach dem Motto, der erste Tag der zweiten Woche. Und gehen hier chronologisch wirklich Tag für Tag vor. Es ist davor, ist es die Schöpfung, das ist ganz richtig erkannt von dir natürlich, haben wir auch so besprochen. Da hat es wirklich zu tun mit der Schöpfung, das sind sechs Tage. Am Ende des sechsten Tages sah Gott das alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag. Dann spricht er aber am Anfang über den siebten Tag, nur dann geht es ja in Vers 4 auch wieder, geht es ja wieder zurück. Da heißt es ja, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott der Herr hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Also, wir sprechen in Verse 2 und 3, im 1, 2 und 3 sprechen wir über den siebten Tag, aber ab Vers 4 sprechen wir nicht mehr über den siebten Tag. Dann gehen wir zurück in den sechsten Tag. Oder, ja, doch, ne? Weil dann ja, eben. Und das war jetzt ja auch meine Annahme, dass wir auch in Kapitel 3 letztendlich da auch noch zurückgehen, eventuell in den siebten Tag. Das ist natürlich nicht nochmal beschrieben steht. Das steht da nicht beschrieben. Also für mich ist es deutlich, in meinem Verständnis zumindest bis jetzt, ist es für mich deutlich von, der Mensch wurde geschaffen, der Mann, dann wurde die Frau geschaffen, dann hat der Mann erkannt, dass er für die Frau
Vater und Mutter verlassen wird. Und dann leben sie da erstmal in den Garten Eden. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo die Schlange eben listiger ist als alle Tiere des Feldes. Ich kann mir schwer vorstellen, das ist mein Punkt, weil eben auch gerade Michael Hesekiel vorgelesen hat, 28, ja, war es, glaube ich. Genau. Hesekiel 28, ich habe es aufgeschlagen. Ich hatte es aufgeschlagen vorhin hier. Ich habe es wieder zugemacht. Ich finde das jetzt nicht mehr. Da hast du ja auch eine chronologische Folge da drin. Ne? Da steht ja drin, ich meine, wir können ja jetzt hier nicht das ganze Kapitel lesen, aber in Vers 13 oder so, im Garten Eden Gottes warst du mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, du warst ein gesalbter, schützender Cherub, das ist ja vor allen Dingen, wissen wir ja, im Himmel, er war ja der Beschützer der himmlischen wie nennt man das, Bundeslade, ne? Die Bundeslade, die wir hier auf der Erde haben, die gibt es ja auch im Himmel, die wird ja darüber geschützt, diese Cherubs, die hier nachgebildet wurden, die sind ja original im Himmel und das sind ja die höchsten Cherubs, die das bewachen, im Himmel. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes, du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen, du warst vollkommen in deiner Weise, am Tag deiner Erschaffung und so weiter. Es muss ja eine Zeit gewesen sein zwischen dem, wo Luzifer hier im Garten Eden ja ist, weil das steht ja hier deutlich drin, ne? Ja. In Eden, im Garten Gottes, warst du mit allerlei Edelsteinen und so weiter. Also Luzifer war im Garten Eden. Ja, aber ja nicht als, ja, aber in Form als Geist. Entweder ein Tier oder ein Mensch als Besitz genommen. Aber er war im Garten Eden als Luzifer. Ja, er war dann schon gefallen. Richtig. Nein, Luzifer ist nicht gefallen. Satan ist gefallen. Verstehst du? Er war im Garten Eden, warst du mit allerlei Edelsteinen und so weiter. Das war vor seinem Fall. Ja, oder gut, dann. Das heißt, Luzifer war eine Zeit lang im Garten Eden mit dabei. Wohl mit den Menschen und den Tieren, alles, was da geschaffen war. Und dann kam aber im Himmel sein Fall. Und dann wurde er auf die Erde niedergeschleudert. Und dann, das ist mein Verständnis davon, dann ist er mehr oder weniger in die Schlange gegangen und hat durch die Schlange den Menschen verführt. Das war seine Rache. Ich bin aus dem Himmel geschmissen worden und der Mensch ist hier im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Jetzt muss ich den Menschen auch runterholen auf meine Stufe. Wenn ich Gott nicht angreifen kann, greife ich seinen Greife ich den nächstbesten Fall an. Das ist der Mensch. So, und dann suche ich mir das schwächste Glied des Menschen, das ist die Frau. Ja. So verstehe ich das hier. Sonst würde das mit Hesekiel keinen Sinn machen. Hier spricht Hesekiel ganz deutlich über Luzifer, nicht Satan. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Luzifer und Satan zwar ein und dieselbe, zwischen Anführungszeichen, Person sind, aber ganz andere Wesen. Ja, Luzifer war der Gute im Himmel und wird natürlich in der gnostischen Lehre als der Lichtbringer und alles gesagt. Da gehen wir jetzt mal, lassen wir das mal eben liegen, was die ganzen Idioten sagen. Gehen wir jetzt einfach nur von der biblischen Lehre aus. Luzifer war der gute, perfekt geschaffene Engel, der eben auch im Garten Eden war. Aber und damit war das Dominium wurde, das ist jetzt nicht das richtige Wort, Dominium, aber die Herrschaft über die Erde wurde dem Menschen gegeben, nicht dem Luzifer. So, kann ja auch mit dazu geführt haben, dass sein Stolz da in der Hinsicht angeknackst war. Und als sein Stolz im Himmel angeknackst war, hat er im Himmel rebelliert. Und deswegen wurde er aus dem Himmel zusammen mit seinen Engeln rausgeschmissen und fuhr dann in die Erde. Und dann hat er dafür gesorgt, dass, wenn er schon gestraft wird, dass der Mensch eben auch nicht mehr dieses edle Geschöpf bleiben darf, als dass er eigentlich geschaffen wurde. So, jetzt lasse ich Michael mal dran, weil der platzt gleich. Nein, ich muss jetzt wieder neu denken. Der Punkt ist doch der, wenn Luzifer im Garten Eden geweilt hat, bevor er aus dem Himmel verstoßen worden ist mit seinen Engeln, dann ist doch für die Frau, die Frage ist jetzt, ob Eva Luzifer kannte, ist ja für die Frau irgendwo klar, dass dieses Wesen, mit dem sie da spricht, das sie mit einem Zauber belegt, ein höheres Wesen ist. Das heißt, ihr übergeordnet ist. Verstehst Wir du? Wissen ja nicht, ob sie jemals Luzifer gesehen hat. Luzifer Sag war ja, ja immer ein Geisteswesen. Und ein Geisteswesen kann sich ja nicht materialistisch, also in Materie präsentieren. Eva war Materie, Adam war Materie, aber Luzifer war ein Geisteswesen. Er war zwar im Garten Eden, aber er war als Geisteswesen dort. Er war ja nicht
in einer Person dort. Es können sich auch Geisteswesen bemerkbar machen, drücken wir es mal so aus. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber da gibt es schon Möglichkeiten. Aber ich meine jetzt etwas anders. Ich meine nur, dass sie aufgrund ihrer in der Hierarchie untergeordneten Bedeutung bei diesem Zauberspruch durch die listige Schlange erkannt hat, dass dieses Wesen ihr überlegen ist. Ja, verstehst du? So, dass da die Hierarchie gegriffen hat, wo Lucifer, nein, jetzt muss ich ja schon mal Satan sagen, wo Satan dann, nachdem er dann in die Schlange gefahren war, ihr dann begreiflich gemacht hat, dass er derjenige ist, der ein größeres Wissen hat, mit Weisheit spricht, als sie, weil er ja auch ihr höher gestellt ist. Ja, so versuche ich es mal zu erklären. Das ist alles etwas schwierig mittlerweile mit Hochfahren und mit Runterfahren und Niederschmettern und da wieder in den Garten Eden rein und ach je, je. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Frau wird begriffen haben, dass dieses Wesen ihr geistig überlegen ist und deswegen ist sie dann zum Zweifel gekommen, weil sie nicht gewusst hat, wem soll ich jetzt glauben? Und um diesen Zweifel zu setzen, muss ich dann eine höhere Autorität haben als Adam zum Beispiel. Das wäre jetzt so meine Idee. Sonst hätte sie ja niemals, warum hätte sie auf ihn hören sollen? Ja? Warum hätte sie auf ihn hören sollen? Warum hat sie keine Angst gehabt vor der Beschimpfung durch Adam? Warum hat sie keine Angst gehabt vor dem Schöpfergott? Ja, also muss sie doch diese Schlange als irgendetwas angesehen haben, das Autorität hat. So würde ich das sehen. Und wenn Lucifer, ich muss ja jetzt schon wieder Satan sagen, wenn Satan früher ein Cherub gewesen ist, ja, ist er schon in der Rangfolge sehr, sehr hoch. Und deswegen wird er mehrere Möglichkeiten gehabt haben, die Frau, die keine Erfahrung damit hatte, mit List und mit Täuschung, mit Lüge und Tricks zu verführen. Mehr würde ich da jetzt auch gar nicht zu sagen. Hier, wenn wir über Hierarchie sprechen, Psalm 8. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Also, wenn Jesus Mensch wird, dann ist er niedriger als die Engel, ein klein wenig niedriger als die Engel, wenn wir von Hierarchie sprechen. Psalm 8, 7, da können wir ja eben in der Schlachter 2000 uns das da angucken, wie das da steht. Wo sind die Psalme hier? Psalm 8, 7, wenn wir über Hierarchien sprechen. Im Deutschen heißt es dann, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer, alles, was die Pfade durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Also, der Mensch ist ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Richtig? Hm. Ja, Jesus hat ja auch immer im Namen des Vaters gehandelt. Ja, aber es geht ja jetzt hier darum, mir geht es ja nicht hier darum, dass jetzt Jesus zum Menschen gemacht wurde und er eben auch wie der Mensch niedriger ist als die Engel. Es geht mir um die Hierarchie nach dem Motto, was du jetzt gerade hier angeführt hattest, dass du sagst, was Autorität angeht, ja, dass wir hier aus dem Psalm verstehen, dass der Mensch etwas niedriger als die Engel angesetzt ist. Also haben wir Gott, Engel, Mensch in der Hierarchie. Ja. Ja, weil du eben meintest, dass die Schlange mit Autorität gegenüber Eva spricht. Ja. Die Autorität kann ja natürlich dadurch erklärt werden, deswegen habe ich Psalm eben rausgesucht, das kann ja dadurch erklärt werden, dass wir eben verstehen, dass der Mensch niedriger als die Engel angesetzt ist. Also ist es im Grunde ein Oberster, der zu ihr spricht hier. Das erklärt dann die Autorität. Das erklärt dann vielleicht, warum sie darauf hört. Ja.
Das sehe ich so. Ja, schön. Ich habe da bis jetzt noch nicht bei stillgestanden bei dem Punkt. Ich meine, das ist eine Bibelstudie, ne? Ich weiß es nicht alles, deswegen studiere ich das hier mit euch. Das ist für mich ja genauso ein Lernprozess wie für euch. Ja, es gibt ja noch mehrere Punkte, aber da könnten wir jetzt allein über den Punkt ja stundenlang drüber reden. Wenn du mal schaust, dass selbst der Erzengel Michael nicht wagte, Satan zurechtzuweisen, ja, sondern er dann gesprochen hat, ich habe den Vers jetzt nicht griffbereit, der Herr weise dich zurecht. Ja, da siehst du halt die, eine Rangfolge drin. Da siehst du halt einfach, dass da letzten Endes immer nach oben geguckt wird, nach oben geschaut wird. Und so hat ja Jesus dann auch gewirkt. Ja, er hat ja den Vater verherrlicht. Ja, der Vater wirkt ja durch ihn. Ja, er hat ja nicht gesagt, so, ich mache jetzt mal, sondern er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Ja, und er kann nur das machen, was der Vater ihm aufträgt. Und deswegen hat er auch gesagt, dein Wille geschehe. Und richtig. Wenn der Vater dann, ja, wir können jetzt sehr viel da rein interpretieren, aber es ist halt einfach so, dass da halt eine Autorität war, die Eva anerkannt hat, weil Eva gemerkt hat, da ist etwas, was älter ist als ich, was mehr Erfahrung hat als ich und was höher gestellt ist als ich, also höre ich dann mal da drauf. Denn ich kenne keine Lüge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich jemand belügt. Die ist ja dann in dem Moment naiv, ja, mangels Erfahrung, mangels Lebenserfahrung. Ja, im Endeffekt wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal eine Lüge hört und dann denkt, ach, das kann nicht sein. Mama und Papa belügen mich nie, den Osterhasen wird es wohl geben. Und so sehe ich Eva hier. Ich sehe hier Eva als als sehr naiver Mensch, wo dann ein Geistwesen ganz leichtes Spiel hat. Und deswegen sollten wir uns nie darüber lustig machen, über andere, denen sowas widerfährt, weil wir selber auch nur sonst zum Spielball werden, wenn wir uns aufgrund unserer vermeintlichen Intelligenz und aufgrund unseres Stolzes erheben und uns dann eine Position anmaßen, die wir gar nicht erreichen können als Mensch. So, und deswegen sind wir eigentlich immer auf die Gnade Gottes angewiesen, denn wir werden ja auch laufend in Versuchung geführt und wir erliegen der ja auch ab und zu. Wir können ja jetzt nicht mit dem Finger auf Eva zeigen und sagen, du bist jetzt schuld an der ganzen Misere. Da müssen wir uns an unsere eigene Nase packen und sagen, gut, wir hätten es wahrscheinlich nicht anders gemacht, nicht besser gemacht, weil wir es nicht besser wussten. Aber in dem Moment, wo es dann besser weißt, oder sogar ein wiedergeborener Christ bist, dann kannst du halt dein ganzes Leben umkrempeln, weil du dann halt genau verstehst, wo die Fallstricke bis jetzt gewesen sind in deinem Leben, warum du immer permanent auf derselben Stelle auf die Nase gefallen bist. Und das ist die Stelle, wo du selber geglaubt hast, du wärst so intelligent und du wärst so schlau und du wärst so toll und du wärst ein Star und so weiter und einfach eben nicht die Hierarchie anerkannt hast, die wir hier zwar unter den Menschen nicht haben, aber die für den Menschen in der geistigen Welt besteht. Ansonsten wären wir ja nicht sozusagen in Anführungsstrichen hier unten, sondern da oben. Aber da wir hier unten sind, sind wir letzten Endes diejenigen, die bitteschön das tun, was eigentlich angedacht ist, also die Gesetze zum Beispiel zu halten. Und das hat Eva nicht wissen können, denn sie hat die Lüge noch gar nicht erkannt. Und deswegen ist sie dann zum einfachen Spielball geworden eines höher gestellten Wesens. Und auch wenn Satan gefallen ist, nein, Luzifer gefallen ist, so, und zu Satan geworden ist auf der Erde, der hier die Menschen versucht, hat dieser Satan, der hier auf der Erde zwar sein, in Anführungsstrichen, Unwesen treibt, immer noch eine wesentlich höhere Intelligenz als ein Mensch, der von ihm versucht wird. Und daher sind wir eben auf die Gnade angewiesen, denn unser allmächtiger Schöpfer hat in seiner unendlichen Weisheit, denn alles Weise kommt nur von ihm, dann die Gnade wahrscheinlich, ist jetzt meine Interpretation, ich möchte mir jetzt nichts anmaßen, eingeführt, weil er gesagt hat, gut, der Mensch kann eigentlich da gar nicht gegen bestehen. Aber er kann zumindest versuchen, meine Gesetze zu halten.
Und in dem Augenblick, wenn er erkennt, dass er die Sätze gebrochen hat, muss er bei mir zu Kreuze kriechen, wie man so schön sagt, und muss seine Sünden bekennen und muss um Vergebung bitten. Und wenn ich um Vergebung bitte und meine Sünden anerkenne, dann komme ich zu Jesus Christus und schütte ihm mein Herz aus. Und durch ihn anzuerkennen, vergibt er mir durch seine Gnade meine Sünden und macht mich wieder rechtschaffen vor dem Vater. So ist das Ganze eigentlich kurz zusammengefasst, ja. Ja. Dann lass es mal weiterlesen, glaube ich, oder? Ja, lesen wir noch ein bisschen weiter. Gucken wir mal. Mann, die ganzen Fotos hier immer. Ich will halt nur nicht, dass sich jetzt plötzlich dann irgendwie die Männer über die Frauen jetzt hier lustig machen oder die Frauen jetzt ein schlechtes Gewissen bekommen und sagen, die doofe Kuh ist da alles schuld damals im Paradies. Es ist halt einfach erklärbar, warum es so ist. Für mich zumindest dann mein Verständnis. Ja. Naja, wir müssen ja eins nicht vergessen, oder wir dürfen eins nicht vergessen, es ist alles bereits von vorher ordiniert gewesen. Die ganze Geschichte der Welt ist geschrieben, bevor die Welt überhaupt schon geschaffen wurde von dem Herrn. Ja? Ja. Und er hat seine Gründe gehabt, warum er das so gemacht hat. Und wenn wir dem so dermaßen auf den Grund gehen wollen, wer sind wir denn, um die Gründe Gottes verstehen zu wollen? Deswegen bin ich da auch nicht weiter drauf eingegangen. Ich habe da zwar meine eigene Theorie, zu, aber das führt uns ja zu nichts, weil wir letzten Endes in dieser Existenz ja sind. Eben. Ja? Wir müssen damit leben, dass die Dinge so sind, wie der Herr sie für uns niedergeschrieben hat. Und deswegen sind wir hier zusammengekommen, um das, was er niedergeschrieben hat, zu studieren und nicht um da unsere eigene Interpretation mit reinzugeben. Aber es ist natürlich interessant zu hören, wie denkt Viktor über die bestimmten Dinge, wie denkt Michael über die bestimmten Dinge und wie denkt Jörg über die verschiedenen Dinge. Und dass wir dann halt sagen, von hier und da haben wir irgendwo das gleiche Verständnis und hier und da haben wir ein bisschen Unverständnis. Aber ich habe wirklich Schwierigkeiten damit zu sagen, das wäre jetzt hier gleich der folgende Tag. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke schon, dass der Mensch ein bisschen die Gelegenheit gehabt hat, im Garten Eden auch tatsächlich zu genießen von seinem Leben, bevor es zu diesem Fall kam. Und dass es hier nicht direkt die Fortsetzung und schon gar nicht der siebte Tag ist, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber was ich mir vorstellen kann, ist eine Sache und was wirklich ist, ist eine andere. Und ich respektiere den Viktor dafür, wenn er da das Verständnis dafür hat, wenn er meint, das ist eine direkte Fortsetzung davon, dann muss das der siebte Tag sein. So meintest du das doch, ne, Viktor? Ich will dir jetzt nichts in den Mund interpretieren, ne? Nee, also der Punkt ist, ich würde das dem so nahe liegen, wenn wir eben davon ausgehen, dass das im Kapitel 2 auch mehr oder weniger da nochmal den sechsten Tag durchleuchten aus der Schöpfungswoche und daran anschließend gleich halt, ja, passiert halt auch gleich der Sündenfall. Ich finde es nicht unbedingt so abwegig. Andererseits finde ich deine Sichtweise auch nicht so abwegig, weil wäre ja schon schön, auch dass der Mensch ein bisschen sich auch erstmal entwickelt. Aber auf der anderen Seite macht das auch Sinn, dann gleich, sage ich mal, da in diese Verbindung rein zu grätschen, sage ich mal, aus Sicht des Teufels dann, in dem Augenblick, wo er zum Teufel wurde. Ja, dass er dann die Gelegenheit gleich beim Schopfe gepackt hat und nicht noch lange irgendwie gezögert hat, weil letztendlich ist er ja auch ein höheres Wesen als wir und kennt uns daher sicherlich auch besser, so wie wir teilweise die Tiere vielleicht auch besser kennen. Ja. Kann man das ja mal auch so sehen. Nur wie gesagt, wenn in Ezekiel steht, dass Luzifer hier ein Cherubim im Garten Eden war, dann muss er ja Zeit gehabt haben, im Garten Eden da zu bleiben. Und im Anfang von Vers 3 wird der Garten Eden ja überhaupt erst geschaffen. Wo ist dann die Zeit, wo er im Garten Eden dann war? Deswegen halt mein... Ja, ich bin jetzt gerade nicht so auf Ezekiel, da bin ich jetzt gerade nicht so, da müsste ich mich jetzt selbst nochmal die Stelle nochmal lesen, um das jetzt irgendwie besser auch... Besser du bist auf Ezekiel als auf Haschich oder so. Spaß jetzt. Ich bin nicht so auf Ezekiel, fand ich jetzt wirklich. Ja, war schon ganz süß ausgedrückt, ja. Ja, genau. Gut. Ja, wir wollten eigentlich über den Sündenfall des Menschen sprechen, da sind wir noch gar nicht zugekommen, ne? Ja, kommt ja jetzt. Wenn wir weiterlesen in Vers 4, ja, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß... Entschuldige bitte, dass ich da nochmal reingrätsch, aber ja. Ich muss mir das nochmal eben aufschreiben.
bevor ihr mir jetzt da mich nochmal weiter lustig über mich macht. Na, boah, nee. Also wir machen uns sicher nicht lustig über dich. Ja, aber das geht ja auch um ein Verständnis und ich brauche ein bisschen besseres Verständnis und deswegen möchte ich nochmal wissen, aus Hesekiel, welche Stelle das bitte war. 28. Kapitel und dann kannst du lesen ab Vers Nummer 12, ne? So was, ne? Ja. Ab Vers 13 12. Auf jeden Fall. Im Eden, im Garten Gottes warst du mit allerlei Edelstein. Bezogen auf Vers 12. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyros. Victor, entschuldige bitte, aber niemand macht sich hier lustig über dich. Ich habe das mit Ezekiel übrigens auch nicht gewusst. Aber als dann der Michael das vorhin erzählt, dann habe ich gesagt von ja, aber dann ist es ja im Grunde eine Bestätigung von dem, was ich vorher schon dachte, dass der Mensch erstmal eine Zeit lang im Garten Eden gewesen ist und sein Leben mehr oder weniger genossen hat, bevor dann dieser Fall kam. Ne? Also, lustig macht sich da keiner über dich. Also, nee, überhaupt nicht. Wir kommen alle aus einem ganz unterschiedlichen Background, weißt du. Und ich komme halt aus einem Background, dass ich mich halt leider mit dieser miesen Seite vielleicht ein bisschen besser auskenne. Von daher, also alles gut. Es war halt überhaupt nicht zur Belustigung. Es war halt nur dein Ausspruch von wegen, ich bin nicht so auf Hesekiel. Und wenn du das einem normalen Menschen draußen sagen würdest, der denkt, dann hat das irgendwo mit Drogen oder so zu tun. Deswegen fand ich das so lustig. Aber das hat mit dir als Person jetzt nichts zu tun. Nee, absolut nicht. Hast du denn jetzt deine Notizen genommen, Victor, die du gerne haben wolltest? Abgesehen davon, dass du natürlich auch nachher diese Aufnahme nochmal anhören kannst. Dass wir weiterlesen können? Ja, ihr könnt gerne weiter fortsetzen. Ja, es ging mir nur um die Stelle, dass ich da halt nochmal selbst nachforschen kann, weil ich brauche da auch ein bisschen nochmal kurz Zeit, um mich da auch mal ein bisschen da einzulesen. Tut mir leid. Ja, nee, musst du nicht leid tun. Weißt du was, es ist eine Bibelstudie. Wenn du möchtest, dann gehen wir in Hesekiel, dann besprechen wir das zusammen. Dafür ist die Bibelstudie doch da, dass wir zusammen diese Dinge lernen. Ja, eben, dachte ich ja auch. Ja, also ja gut, dann gehen wir halt anstatt in Genesis weiter, dann gehen wir jetzt weiter in Hesekiel. Ja? Möchtest du das? Es ging mir nur darum, ich wollte deinen Standpunkt besser nachvollziehen und ich wollte meinen auch besser ergründen, eben auf dieser Grundlage, was jetzt in Hesekiel steht. Verstehst du? Das kam jetzt ein bisschen zu kurz und ihr wolltet gerne fortfahren, das können wir auch gerne tun. Ja, und deswegen hätte ich halt gerne nochmal gewusst, die Stelle, wo ich das nachgucken kann. Mehr nicht. Ja, gut. Also Hesekiel 28 ab Vers 12. Und wenn du möchtest, können wir das auch gerne eben mal lesen. Dann haben wir vielleicht alle ein besseres Verständnis von der Sache, weil ich habe es ja auch vorhin nur mal einmal kurz gelesen. Ja? Wollen wir da weitergehen eben? Ja, ich enthalte mich jetzt. Also ich... Ja, warum? Wir, du bist derjenige, der es aufgebracht hat mit Hesekiel. Du kennst das. Du kannst uns ja natürlich kenne ich das. Du kannst uns dann ja vielleicht ein wenig in Erkenntnis leiten, die wir noch gar nicht haben. Ja, ich hätte aber auch gerne meinen Sündenfall. Ach Mensch, ich kann mich nicht entscheiden. Also der Sündenfall läuft dir ja nicht, nicht so. Können wir das nicht irgendwie wie so linker Kanal Sündenfall, rechter Kanal Hesekiel? Nee, geht nicht, ne? Dann haben wir Stereo hier. Gut, ich schlag mal hier Hesekiel auf. Ja, ich habe zwar zwei Gehirnhälften, aber so arbeiten die nicht. Oh, nach der Aussage von einigen Menschen die auch gar nicht, bist du auch gar nicht multitaskingfähig. Das ist dann wieder so. Was sie hier in dieser Welt lernen, da sagen sie auch, wir gebrauchen nur 10% unseres Gehirnpotenzials. Da glaube ich auch nichts von. Weil diese Lehre des Antichristen ist genau das gegenüber dem, was es wirklich ist. Also da glaube ich nun gar nichts mehr von. Aber lass uns dann doch eben in Hesekiel gehen. Hast du das aufgeschlagen, Victor? Ja, ich würde sogar auch vorlesen. Ja, wunderbar. Hat Victor es aufgeschlagen? Ja, ich kenne es ja und ihr könnt ja da mal reingrätschen. Ja, wunderbar. Dann liest es doch mal vor. Aber dann lässt mal das ganze Kapitel vor. Oh je. Das hat aber erst nichts damit zu tun. Also ich würde erst jetzt ab Vers 12 lesen wollen. Weil ja gut, dann lese ab Vers 12. Es geht sich jetzt hier bei Hesekiel, geht es jetzt hier um um das Wort des Herrn. Also Gott spricht jetzt hier. Und da geht es jetzt erstmal um die Weissagung über den Fürsten von Tyros, die aber dann ab Vers 12 ganz eindeutig dann über jemanden spricht und damit dann auch Luzifer, der eben im Garten Eden war und der oben bei Gott im Himmel gewesen ist. Und deswegen kann es eben da nicht mehr der Fürst von Tyros gewesen sein. Naja, der Fürst von Tyros ist ja ein Synonym für den Luzifer und den Satan, ne?
Ja, ich wollte es gerade sagen, beziehungsweise ist dann halt einfach so, ist ein Synonym, genau wie jetzt Sohn der Morgenröte oder wie auch immer. Also Lucifer ist ja auch nur die lateinische Übersetzung, die da nachher gemacht worden ist. Ich weiß jetzt noch nicht mal, wie er genau im Esort jetzt genannt wird. Da müsste ich jetzt wieder Jesaja nachschauen. Aber ist kann jetzt, ich ja eben auch, machen, musst du ja nicht machen. Du kannst du ja eben was lesen. Genau, ich lese jetzt hier erstmal. Also, Hesekiel Kapitel 28, Vers 11. Weiter erging das Wort des Herrn, also Gott, an mich folgendermaßen. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyros und sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolyt, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Sterne vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Mit deinen vielen Missetaten durch die Ungerechtigkeit deines Handels hast du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ ich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte, und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen aller, die dich sahen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin. Ja. Das ist jetzt eigentlich so die 20. Kapitel, das sich jetzt auf den Fall Luzifers da auch bezieht und damit auch dann die Aussage tätigt, weit über Kapitel Jesaja 14, 12 bis 15 hinaus, wo nur der Fall eigentlich und der Anspruch Luzifers auf die Allmacht und auf den Thron Gottes widerspiegelt, hier noch viel mehr Aussagen drin sind, dass er eben ein Cherub gewesen ist, dass er vollkommen war, dass ihm Musikinstrumente bereitet worden ist, dass er also quasi Musikinstrumente beherrscht und benutzt, auch um sich in Szene zu setzen. Hier steht also drin, dass er Handelsgeschäfte gemacht hat. Er steht also drin, dass er sich überhoben hat wegen seiner Schönheit. Ja, und er war perfekt geschaffen, bis Sünde in ihm gefunden wurde. Und die Sünde, die in ihm gefunden wurde, nach meinem Verständnis, ist eben die Anmaßung, die dann wiederum in Jesaja 14,12 beschrieben wird, wo er sich dann erhebt und dann über den Thron Gottes erhebt und eben dann diese fünf lästerlichen, gotteslästerlichen, blasphemischen Sätze da spricht, die wir Stolz. Da halt aus... Genau, ja, ja. So stolz, weil er halt einfach so schön ist und so schön geschaffen worden ist. Aber es ist ganz klar, dass er ein geschaffenes Wesen ist. Und deswegen kann man jeden Satanisten damit ausnocken. Ja? Denn die beten keinen Gott an, die beten einen Cherub an. Die beten ein geschaffenes Wesen an, was von Gott auf die Erde ordiniert worden ist. Und nichts anderes. Das heißt, er ist noch nicht mehr derjenige, der hier sagen kann, ich bin hier auf die Erde zu euch gekommen. Nein, der ist auf die Erde geworfen worden. Ja, er ist in dem Moment, wo er eigentlich ein Cherub gewesen ist, also jemand, der mit die höchste Stelle unter Gott eingenommen hat, auf die Erde geworfen ist, degradiert worden damit. Das darf man ja dann, wo wir eben schon die Rangordnung mal so ein bisschen erklärt haben zwischen Gott, Engel und dem Mensch, ja, in dem Moment, wo der aus dem Himmel herausgeworfen wird, ja, ist er ja nichts anderes als degradiert worden. Er kann zwar nach wie vor zwischen Himmel und Erde da verweilen, aber er ist degradiert worden, weil er jetzt kein Cherub mehr ist.
Würde ich also jetzt im Menschlichen, im Weltlichen her, jetzt jemanden haben, der jetzt ein Vier-Sterne-General ist und dann eigentlich nur noch dem König dieser Welt, meinetwegen, ja, oder dem weltlichen Herrscher dieser Welt, meinetwegen jetzt, ne, Präsidenten oder wie auch immer, jetzt nur mal um des Vergleiches willen, ja, der würde dann degradiert werden und der würde dann halt einfach nicht mehr im administrativen Stab sitzen, sondern er würde dann ein Fußsoldat sein oder halt irgendwo nur noch ein normaler Hauptmann und mehr nicht. Und das ist halt einfach dieses Degradieren kann Lucifer deswegen überhaupt nur kaschieren, indem er den Menschen weiß macht, er wäre ein Gott. Er macht dann diese in der Bibel beschriebenen falschen Wunder und falschen Zeichen und bedient sich damit der Engel, die mit ihm auf die Erde hinabgeworfen sind, was wir in Offenbarung 12, Vers 9 finden, wo er dann auch noch als Drache und Schlange angesprochen und tituliert wird. Und daher kann man, glaube ich, ganz gut sehen, wenn man diese drei Sachen miteinander verbindet, sprich Jesaja 14, 12, Hesekiel 28, 12 und dann Buch der Offenbarung 12, 9, dann hat man halt ein ganz anderes Verständnis von der Geschichte, von dem Fall von Luzifer, als uns jetzt die zwangsläufige Staatskirche oder sonstige Medien da vermitteln. Er ist hier und er treibt hier sein Unwesen und seine Engel treiben hier ebenfalls ihr Unwesen. Und das ist die Macht, die hinter dem Vatikan steht. So, jetzt habe ich genug gesagt. Ja, war aber schön. Wie steht es denn mit Viktor und seinem jetzt vielleicht hoffentlich in der Hinsicht besseren Verständnis? Hat es dir auch geholfen, die Lesung hier? Ja, also das, die Ausführung von Michael auf jeden Fall, das war jetzt auch nicht so eigentlich mein Punkt. Mir ging es eigentlich jetzt nur darum, genau jetzt zu sehen oder das, sage ich mal, an irgendwas festzumachen, glaube ich, kann man nicht. Wie sich das jetzt so zeitlich erstreckt hat, meine ich, weißt du? Nee, das nicht, aber ich glaube doch, dass es deutlich ersichtlich ist aus dem, was hier gerade vorgelesen wurde in Hesekiel, dass es eine Zeit gab, wo Luzifer, vor er gefallen war, im Garten ja, Eden eingesetzt war. Eben, aber ich meine, daraus geht jetzt ja zum Beispiel nicht hervor, wann er gefallen ist. Durch, nein, was, das er durch was er gefallen ist. Das steht er wird ja spätestens gefallen sein in dem Augenblick, wo er die Eva versucht hat, da zu verführen. Das ja, wissen wir ja letztendlich. Das wird ja der allerspäteste Zeitpunkt gewesen sein. Was davor gewesen ist, das wissen wir jetzt ja nicht. Er wird vorher gefallen sein, sonst kann er sich ja nicht verführen. Er wird das ja nur tun, wenn er gefallen ist. Als rechtschaffener Engel tut man das ja nicht. Das kann er ja nur tun, da er ein Ja, aber er wird ja dann noch in dem Augenblick noch ein Engel gewesen sein, als er das getan hat. Kurz bevor er es getan hat. Also seine Rebellion war im Himmel, die war nicht im Garten Eden, das wissen wir. Aber in Hesekiel steht deutlich drin, dass er im Garten Gottes war, im Garten Eden. Und wenn er da war, da muss er ja dann eine Zeit lang gewesen sein, bevor er dann im Himmel die Rebellion angesteckt hat, die ihn dann aus dem Himmel auf die Erde geworfen hat und wo er dann seinen Namen verändert hat in Satan und wo er dann durch die Schlange zu Eva gesprochen hat. Ja, und Satan ist nichts anderes als der Name für den Widersacher. Ja. Ja? Und wenn du so schaust, ist es dann genauso, er ist aus dem Grunde gefallen, wie Menschen fallen. Indem sie halt das erste Gebot aus 2. Buch Mose 20 nicht halten, dass du halt Gott anbeten sollst und keinen anderen Götter neben ihm haben sollst. Und er hat sich dann den anderen Engeln sozusagen als Gott verkaufen wollen. Ja, er hat gesagt, er beansprucht ja den Thron. Und aufgrund dessen ist er gefallen. So, was passiert mit den Menschen, die selber Gott nicht achten und eben nicht wiedergeborene Christen sind? Sondern ja, sich selbst zu Gott erheben. Sondern sich selbst über die Gesetze Gottes erheben, ja, über das erste Gebot erheben und sich selber dann größer machen, als sie eigentlich sind. Ja, die werden dann sozusagen weiter degradiert. Ja. Und ich will jetzt nicht auf die unterirdische, unbiblische Hölle anspielen, ja, sondern dann spiele ich halt einfach auf den Feuersee an. Und damit hast du die Hierarchie ja oben. Du hast den Himmel, du hast die Erde und du hast halt dann
den Feuersee. Und wenn du das jetzt so miteinander konstruieren willst, ja, der Teufel wird dann auch nach der gewissen Zeit halt von den halt auch in den Feuersee geworfen. Und so hast du die Hierarchie von oben nach unten. Immer. Ja. Mir war jetzt erstmal wichtig, dass Victor ein besseres Verständnis hat von der Geschichte des Luzifer, wie sie hier in Hesekiel dargestellt wird. Und dass wir, glaube ich doch, dass die Bibel deutlich macht, in Eden im Garten Gottes warst du mit allerlei Edelsteinen, warst du bedeckt im Garten Eden, also dass er eine Zeit lang im Garten Eden gewesen sein muss. Genauso wie wir davon ausgehen können, dass Adam und Eva eine Zeit lang im Garten Eden gelebt haben, bevor diese Geschichte kommt, dass wir eben davon ausgehen können, dass das Kapitel 3 sich zwar anschließt an Kapitel 2, aber dass Kapitel 3, Vers 1 nicht direkt den nächsten Tag bespricht als den sechsten Tag, weil da eine Zeit vergangen ist, wo die Menschen im Paradies gelebt haben und wo eben auch der Cherub, der Luzifer, damit bei war, bis er dann eben im Himmel diesen Fall hatte. Ich hoffe, dass das jetzt ein Verständnis ist, wo wir übereinkommen können, dass wir das alle so verstehen. Das wäre ja schön. Ja, deswegen habe ich das ja auch gerne gelesen, weil es ja jetzt zwar auch, aber nicht nur für Victor ist, sondern viele andere, die dieses Kapitel überhaupt nicht kennen. Ja, ich denke, dass wenige Leute bis jetzt eine so anderthalb Stunden lang tiefe Studie jemals von drei Bibelversen gemacht haben. Ja, und der vierte Bibelvers, den haben wir ja auch schon gelesen und da habe ich auch mal eine ganz schmunzelnde Anmerkung zu. Im Endeffekt hat die Schlange zwar vordergründig gelogen, indem sie zur Frau, also zu Eva, gesagt hat, keineswegs werdet ihr sterben. Wobei das ja die komplette Verneinung der göttlichen Aussage ist, wo Gott geschrieben hat, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das ist Kapitel 2, Vers 17. 17, ja. Ja, genau. So, und jetzt macht die Schlange den kompletten Salto Mortale, ja, den Todessalto, ja, und sagt, pass mal auf, wenn du davon isst, ja, wirst du, beziehungsweise sie sagt ja schon direkt, keineswegs werdet ihr sterben. Woher wusste die Schlange, dass Adam davon essen würde? Schau, die Schlange sagt nicht, keineswegs wirst du sterben, sondern die Schlange sagt zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Ja. So, und ja, und das ist noch nicht mal mein Hauptpunkt. Mein Hauptpunkt ist noch ein ganz anderer. Guck mal. He shall not surely die kann man sowohl auslegen als Einzelperson als auch als Mehrzahl. Aber normalerweise ist im Englischen das je steht für eine Person. Mhm. Ja. Gut, also ist es beispielsweise in der Schlachter dann also hier. Also ihr falsch ist übersetzt. Es dann im, na, ihr ist es dann im Deutschen die Höflichkeitsform, ne? Die Höflichkeitsform einer Anrede von sie ist ja auch ihr, ne? Das gab es ja früher auch. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, in Deutsch hat man früher ihr gesagt anstatt sie, ne? So Griesinger Deutsch, ne? Ja, gut. 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, da haben wir noch richtiges Deutsch gesprochen, da haben wir noch nicht so einen Quatsch gesprochen wie heute, ne? Da haben wir noch eine richtig gute Sprache gehabt, ne? Da wurde so was von in der dritten Person gesprochen. Von daher glaube ich nicht, dass die Schlange jetzt hier speziell Adam und Eva zusammen meint. Wobei Gott sagt ja in Vers 17, der Tag, an dem du davon isst, musst du gewisslich sterben und werdet ihr sterben. Ja, es sind ja zwei Menschen jetzt da. Es geht ja darum, dass Gott im Grunde dem Adam das gesagt hat, noch bevor die Eva geschaffen war. Ja? Also kann Gott ja nur in der Einzahl zu ihm sprechen. Und hier bei der Schlange geht es darum, wenn sie ihr sagt, dann kann es einerseits die Höflichkeitsform sein, Eva auf die Art und Weise anzusprechen, mit im Englischen halt je, kann aber eben auch bedeuten, die ganze Menschheit. Weil das ist ja auch, was Gott meint. Er kann ja Adam nur als du ansprechen, weil nur einer da ist. Wenn da 100 gewesen wären, hätte Gott vielleicht auch ihr gesagt. Aber es war ja nur einer da. Er hat ja nur zu Adam gesprochen. Ja? Aber wenn Adam stirbt, dann stirbt die ganze Menschheit. Das erinnert mich an Helmut Kohl, der mal zu Ronald Reagan wohl gesagt hat, you can say you to me. Ja.
Aber das war, wie gesagt, noch gar nicht so mein Punkt. Der ist mir jetzt noch gerade beim Lesen aufgefallen, wie ich ja schon sagte bei Rilke, ne, das Verfassen der Gedanken beim Lesen. Mhm. Sondern der Punkt ist, der die Schlange behauptet, also in dem Moment Satan behauptet in Form der Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. So, ist eine Verneinung, ist die erste Lüge, die ausgesprochen wurde. Lüge kannten Adam und Eva nicht. Ja, sie konnten ja nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Also wie hätten sie dann eine Lüge? Ob das eine Lüge ist, das ist eine Auslegungssache. Da wollte ich jetzt gerade sagen. Ja? Aber jetzt kommt der Punkt. Ja, worauf bezieht sich dieses Sterben? Ja, Adam ist ja 930 Jahre alt geworden. Wenn es geht ja nicht darum, dass man gleich tot umfällt, wenn man die Frucht anrührt. Das ist der Punkt, ja. Ja, das ist die eine Sache, ja. Adam ist ja immerhin noch 930 Jahre alt geworden, Alter, was viele von uns gewisslich nicht erreichen werden. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Im Prinzip kann man allein diesen Vers hier völlig irre werden, denn in dem Moment, wo Gottes Gnade greift, werden wir auch nicht sterben, weil wir durch die Gnade Gottes, durch Jesus Christus errettet sind. Trotz dem Sündenfall. Ja, wir werden dadurch, dass wir Jesus Christus anerkennen, werden wir wieder in den Status erhoben, in dem der Mensch ursprünglich geschaffen wurde. Mhm. Ja. Dabei ist es die Frage halt, ne? Wusste das, der weiß das, der, also im Prinzip ist das, wenn ich jetzt mal rückwärts denke, könnte ich sagen, also rückwärts will ich nicht denken, wäre wieder satanisch, aber wenn ich jetzt mal quer denke, dann kann ich doch genauso gut behaupten, ja, dann ist dem Satan aber auch der göttliche Plan spätestens zu dem Zeitpunkt klar geworden. Seine Aufgabe war das, die Menschheit also in Form der Eva erstmal zu verführen und er kann halt den Menschen alles Mögliche erzählen, aber sein Wort gilt sowieso nicht. Er muss nach den Gesetzen des Schöpfers agieren, weil er ja ein geschaffenes Wesen ist. Ja? Er kann ja behaupten, was er will. Ja? Aber selbst die Aussage war ja verkehrt. Ja? Die war ja. Welche Aussage? Die Aussage, keineswegs werdet ihr sterben. Ja? Die kann ich ja jetzt genauso gut, weil Jesus Christus das ewige Leben ist, kann ich die ja ein paar Verse weiter, du weißt genau, welchen Vers ich meine, ja, darauf beziehen, dass Satan spätestens dann mit seiner Aussage falsch liegt, wenn Jesus Christus in die Welt kommt und das Blut am Kreuze vergießt und die Menschheit dann sozusagen dann von der Ursünde reinwäscht. Ist es jetzt zu kompliziert gedacht? Nö. Okay. Nö, ich glaube, dass wir jetzt in Vers 4, 5, 6 dieses Kapitels nicht mehr weiter darauf eingehen sollten, sondern dass wir uns das für nächstes Mal aufsparen sollten, weil es ist schon eine ganze Weile geworden. Ja, Wahnsinn, und, für 4 Verse. Und außerdem haben wir für 4 Verse vielleicht einen neuen Rekord aufgestellt, da fast 2 Stunden drüber zu schnacken. Ich meine, es geht mir nicht um Rekorde aufstellen, aber ich glaube, dass ich heute doch eine ganze Menge dabei extra gelernt habe und ich hoffe, dass ich das vor allen Dingen auch von Viktor sagen kann, dass der auch ein bisschen was beigelernt hat heute. Wie denkst du da, das, Viktor? Ja, auf jeden Fall. Ich finde das zum Verschärfen des Verständnisses auf jeden Fall gut, darüber gesprochen zu haben und ja, fand ich auf jeden Fall sehr informativ und ja, regt auch für mich an zum Nachsinnieren. Ja. Dann kommen wir doch diese Woche nochmal irgendwann zusammen, ne? Ja. Am Donnerstag, denke ich, ne? Mhm. Gut. Ist es dann in Ordnung für euch, wenn wir das hier jetzt dann abschließen heute, für heute? Ja, ich denke, 4 Verse ist schon toll. Unglaublich weit gekommen. Ja, wie gesagt, es geht ja nicht darum, wie weit man kommt. Es geht nicht um die Quantität des Lesens, es geht um die Qualität des Lesens, es geht um die Qualität des Verständnisses, das man daraus für sich selber gewinnt. Und also ich persönlich habe für mich doch ein etwas besseres Verständnis noch gefunden für die Dinge, fand den Ausflug in Ezekiel von Michael auch sehr interessant und Viktor hat das ja auch eine neue Erkenntnis gebracht, auch wenn er da jetzt nochmal drüber ruhig nachsinnieren muss. Das ist ja auch in Ordnung, damit schließen wir das für heute ab und dann schlage ich eben vor, dass wir nächstes Mal, wenn wir zusammenkommen, dass uns Viktor dann ja sagen kann, wo ihn seine tiefere Studie dieses gesamten Betrachtens
Hesekiel und Jesaja einzubinden in Genesis, wo ihn das hingebracht hat. Und dann wird er uns das sicher mitteilen nächstes Mal. Und dann würde ich sagen, oder dann sage ich, nicht ich würde sagen, dann sage ich, bis dahin lest ihr auch eure Bibel und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder zur nächsten Bibelstudie. Maranatha. Strong.